Warum? Ich muss mich erst fangen. Das ist schlimm. Nee, geben wir diesen Persönlichkeiten, die ich jetzt neu verkörpern soll, einen Namen. Arnold Schwarzenegger wäre wahrscheinlich, naja, copyrechtmäßig geschützt. Daher nennen wir diese Persönlichkeit mit etwas markanteren Stimme. Ja, wie nennen wir dich? Wir werden von einem Otto verfolgt. Gregor, genau. Ich bin jetzt der Gregor. Und der Gregor spielt jetzt... Hat sich eben von ein paar Wassertropfen erschrecken lassen. Ja, so ist nun mal das Leben. Ja. Jetzt allerdings unerschrocken gehen wir mit unserer... Mit unserem Plasma-Cutter weiter. Das ist Hammond, oder? Leute! Der hat zu viel Kürbisse gefressen, ne? An dem sein Körper kann keine Kürbisse ab. Ja. Alter! Isaac! Ach, wie schön, ja, toll, Sie zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ha. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Genau. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Ja, wunderbar. Hast du uns noch was zu sagen? Was? Aufgabe inaktiv. Warum? Was ist inaktiv, hä? Nee, das muss ich... Den muss ich jetzt auf den Zahn fühlen. Wie kann ich das hier denn... Ja, nee, nicht entfernen. Nee, das brauchen wir dann noch alles. Ah, ich bin die ganze Zeit immer nur ins Inventar gegangen. Ja, wie kriege ich denn jetzt hier die andere Scheiße an Lauf? Scheiße. Ah, also I ist Inventar, das ist ja bekannt. Ja, und das Gift haben wir immer noch schön bei uns. Genau, Isaac ist genau der Meinung von Gregor, würde ich mal sagen. Aber Isaac, sag mal, hier oben, da. Wie komme ich dann jetzt weiter, ne? Na, egal. Kriegen wir schon raus hier. L ist Logbuch, ne? Ja, Datenbank, genau. Hammond lebt, ja, das sehen wir. Das brauchen wir nicht nochmal wissen. Ah, wie viele Kapitel gibt es? Das weiß ich noch gar nicht. Oh, Training. Es gibt 12 Kapitel. Wir sind gerade in Kapitel 6. Das heißt, wir haben die Hälfte schon mal rausbekommen. Ja. Okay. Okay. Ramus. Watermelons. Ja, das ist alles ganz toll. Ich weiß nicht, was der hat. Der soll das Glas zerschlagen und soll die Teile fressen. Das wäre für den auf jeden Fall besser. Da wird er etwas richtige Nahrung abkriegen. Nicht diese, wie er hier selbst sagt, verpestete Luft. Und es fängt wieder an zu ruckeln. Ja, das ist toll. Ah, Luftreinheit. Ja, das ist nicht gerade... Okay, zu Ihrer Linken sehen Sie... Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschattung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ah, ich kann diese Betonung nicht ab. Ich sag dazu eher Leviathan. Weil ich das so auch wegen meinem Referat gelernt habe, aber nicht Leviathan, oder? Ach, sei es drum. Ekelhaft. Ein Shop. Wieder mal für uns. Was ist das? Plasma Energie, das ist schön. Das können wir gut brauchen. Wir sollen nach da. Nein, darauf habe ich keine Lust. Nein, ich entscheide, wo ich lang gehe. Gefahr! Attention! Ja. Aha. Das waren auch mal Tomaten. Naja.
ja sehr appetitlich aus, muss man ja schon sagen. Verschlossen. Hier die Tomaten, sie sehen ja noch ganz okay aus. Okay, manche sind grün. Ich würde eher die roten essen, die bereits reif sind. Ah, die Laserkanone. Da seht ihr sie. Haben wir nun auch endlich zur Verfügung. Die Energie haben wir dafür zur Verfügung. Genau, weil die Laserkanone haben wir ja schon längst. Ja, das kann man so schnell vergessen. Okay, dann kaufen wir uns wieder Energieknoten und... Ich als Gregor muss mich ebenfalls darüber freuen, dass wir natürlich insgesamt nun 4 Energieknoten besitzen. Obwohl, wir könnten uns noch mehr freuen, weil uns fehlen nur noch 500. Dann könnten wir einen weiteren Energieknoten zu unserem Inventar hinzufügen. Darum schauen wir jetzt direkt mal. Ja, in unser Inventar. Was kostet denn am wenigsten hier? Von der Laserkanone, das können wir verkaufen. Nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe kein Gehirn. Ich bin dumm wie Brot. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Hier, komm nach unten, nach unten. Hopp, 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 hopp. So muss das sein, liebe Leute. Jetzt haben wir zusammen 5 Energieknoten. Jetzt brauchen wir nur noch eine geeignete Werkbank. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Mordes. Ja, ganz bestimmt. Genauso wie du mir irgendetwas. Wahrscheinlich. Nicht offenbarst. Ich muss gähnen. Der arme kleine Gregor muss ins Bettchen. Und dabei ist es gerade mal 8 Uhr. Ekelhafte Pampe ist das hier. Das ist ja nicht auszuhalten. Kommt sie dann. Kommt sie nochmal an? Na komm schon. Ah, ekelhaft. Das ist unmöglich. Komm, gehen wir erstmal rein. Hier sind wir sicher vor diesem. Vor der Pampe. Eben noch grün? Ah ne, nur das Teil ist grün, aber das ist rot. Rot, rot. Ja. Was sollen wir dann hier, ne? Ab raus! Ach, dann dürfte du. Und? Ah, Leute! Der Gregor freut sich. Er will nicht schlafen gehen. Er ist nicht mehr müde, denn er hat eine Werkbank gefunden. Eine wunderbare Werkbank. Ja, 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 ja. Ah, wir verbessern ein weiteres Mal unsere primäre Waffe, unseren Plasma-Cutter. So, wir haben nun maximale Kapazität erreicht. Wir können nun 20 volle Ladungen in unsere Gegner reinpusten. Wir haben jetzt zwar keine weiteren Energieknoten mehr, aber dafür sind wir nun für den Fall auf jeden Fall gerüstet. Da. Ja, da geht das weiter. Ja, hier ist verschlossen. Auch schön und gut. Ein Aufzug. Etwas sehr Seltenes. Heutzutage in solchen... In solchen heutigen... Raumschiffstationen ist sowas echt eine Seltenheit. Ja, wo geht's denn hier überhaupt hin? Ah, es ruckelt wie Sau. Oh, hallo. Ah, komm. Regenerierst du dich jetzt auch, oder was? Oder wolltest du einfach nur nerven? Ne? Ja. Du siehst noch ein bisschen anders aus. Du hast ja noch so ein paar Tentakel, die aus deinen Augen und aus deiner Fresse hängen. Lass mich dir behilflich sein. Na siehst du. Etwas Besseres auch für die Mundhygiene, würde ich behaupten. Ein kleiner Tipp von Gregor.
Ja, das ist doch schön. Schön viel Grün. Grün ist die Farbe der Natur. Ja, warum soll es hier denn so schlecht sein? Naja, meine Nase juckt. Wir können da nicht durchschießen, das ist auch schon mal gut zu wissen. Das würde wohl auch heißen, dass die Gegner nicht dadurch springen können, außer es gehört zu einem Skript. Ja, hier haben wir wieder leckere Wassermelonen neben den Tomaten. Ja, wunderbar. Wobei ich eigentlich sagen müsste, so, der Gregor eignet sich viel mehr für solche Spiele, wo es rein mehr ums Ballern geht. Sowas wie Duke Nukem oder vielleicht sogar für Far Cry. Far Cry habe ich ja bereits angekündigt, wird ebenfalls LP'd werden auf den höchsten Schwierigkeitsgrad und wir haben Besuch, liebe Leute.